Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Lotterhorn, das sich mit seiner 3-Mann starken Besatzung dorthin vorwagt, wo sich bis jetzt noch keine Squaresoft-Figur hingetraut hat. Nämlich nach Disneyland. In der ersten Co-Produktion der Unterhaltungsgiganten Squaresoft und Disney übernimmt er die Rolle des jungen Sora, der sich mehr oder weniger freiwillig mit Donald Duck und Goofy zusammentut, um die kunterbunten Disney-Welten vor einer finsteren Bedrohung zu schützen. Auch wenn es nicht so aussieht, dies hier ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hier hat es euch zu Alice ins Wunderland verschlagen, wo auch gleich ein typisches Rätsel gelöst werden will. Achtet mal auf das Menü links unten in der Ecke. Je nach Situation verändern sich die Befehle, die dann mit dem X-Knopf ausgelöst werden. So, das Bett ist nun weggeschoben. Jetzt ziehen wir uns noch was aus den Gläsern rein. Schrumpfen. Und machen uns auf die Socken. Ganz egal wo oder mit wem ihr gerade unterwegs seid, eine Sache bleibt immer gleich. Die ständigen Angriffe eurer Feinde. Die sogenannten Herzlosen haben es nämlich auf Soras Schlüsselschwert abgesehen und lassen nichts unversucht, es in ihre gierigen Finger zu bekommen. Hier hilft nur eins, auf den X-Knopf drücken, bis euch die Daumen glühen. Habt ihr eins der Monster platt gemacht, solltet ihr die grünen Kügelchen einsammeln, da sie euch mit Lebensenergie versorgen. Die gelb-blauen Teile sind Taler, für die ihr in den Städten nützliche Dinge kaufen könnt. Neben Rätselorgien und Endlosprügeleien erwarten euch in Kingdom Hearts auch zahlreiche Minispiele und Geschicklichkeitstests. Hier müsst ihr, um die Heldenlizenz für das antike Griechenland zu erwerben, unzählige Fässer platt machen. Genie, mein letzter Wunsch. Mach mich zum allermächtigsten aller Genies. Habt ihr alle Aufgaben in einer Welt erledigt, bekommt ihr es noch mit einem ziemlich fetten Endgegner zu tun. Hier tretet ihr gegen Aladins Erzfeind Jafar an, der sich in einen wirklich schlecht gelaunten Genie verwandelt hat. Achtet bei diesem Kampf darauf, dass ihr nicht gegen die Rothaut vorgeht, sondern schnappt euch lieber den Flattermann, der die Lampe zwischen seinen Klauen hält. Damit ihr Jafars Angriffen ausweichen könnt, solltet ihr zudem die Fähigkeit Purzelbaum ausgerüstet haben. Um alles zu zeigen, was man bei Kingdom Hearts so anstellen kann, reicht eine DVD bei weitem nicht aus. Das Spiel ist riesengroß, bietet unzählige Nebenquests und macht einfach jede Menge Spaß. Leute, die nicht an einer Disney-Allergie leiden, sollten sich das Teil auf jeden Fall mal angucken.